Willkommen zurück, Leute, zu Star Wars. Wir sind ja das letzte Mal knapp entkommen den Sturmtruppensoldaten von Akan und haben dabei bei Korons Machtmann Anspruch genommen, um Lana zu retten. Jetzt müssen wir aber mit Koff einmal sprechen. Aber vorher möchte ich gerne das Schiff reparieren. Das heißt, wir brauchen jetzt noch zwei so eine Ersatzteile. Ah, hier ist noch eins, okay. Und wo könnte noch eins sein? Wahrscheinlich überall in so einem Raum hier, aber könnte ich mir jedenfalls so vorstellen. Aber wir müssen ja jetzt hier oben mit Koff reden. Das heißt, wahrscheinlich kriegen wir jetzt hier in dem Raum noch eher so ein Teil, wa? Ja, tatsächlich, hier liegt's. Und damit haben wir den Bonus abgeschlossen. Repariere die beschädigte Tür. Was ist denn für eine Tür? Hier wird uns jedenfalls nicht angezeigt. Vielleicht Stufe höher? Oder Stufe weiter runter? Auf dem Technikdeck vielleicht? Mal gucken. Na, da wird uns was angezeigt auf der Karte. Ja, das sieht ganz danach aus. Und tatsächlich, wunderbar repariert. So, und Koff, der müsste jetzt hier drüben sein. Ach, da ist er. Schauen wir mal, was er will. Warum gibt es nie ein Wartungshandbuch? Hey, könnt ihr die Energie abschalten? Gleich da drüben. Danke. Ich kann darauf verzichten, mir jetzt auch noch einen Stromschlag zu verpassen. Dieses Schiff ist wirklich etwas Besonderes. Es hat sich nur niemand darum gekümmert. Ihr habt euch ja schnell an das Schiff gewöhnt. Nichts für ungut, aber nur die Grace. Kannst es voran. Nicht ihr, nicht ich. Und ganz sicher nicht Xenia. Was? Ich traue ihr. Na, mach mal. Ich bin mir nicht sicher, was Senyas Motive angeht. Eine Stimme der Vernunft, danke. Ich stecke mein ganzes Vertrauen in Lana und sie bittet Xenia um Hilfe. Sie weiß nicht, was sie uns damit einbrockt. Ihn fortfahren lassen, ihr und Lana steht euch nahe. Ihr macht euch wirklich Sorgen um Lana, oder? Ach ja, das Teil, das ich gesucht habe, das war... Ich bin dafür bekannt, mich hin und wieder zum Narren zu machen. Es ist nicht so, wie ihr denkt. Wir arbeiten seit Jahren zusammen und ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, wie oft sie mir das Leben gerettet hat. Ich tue also, was ich kann, um mich zu revanchieren. Und wenn das heißt, in den Turm zu rennen, um einen Fremdling aus Carbonit zu befreien, dann soll es so sein. Oh, ich bin dankbar dafür, dass ihr mich gefunden habt. Ich bin euch nicht schuldig. Ja, ausnahmsweise drücken wir mal hier drauf. Und ihr habt es geschafft. Ihr habt mich gefunden. Worauf fokussiert ihr eure Konzentration jetzt? Ich bin etwas durcheinander. Ich dachte, ihr und Lana wärt... Man weiß nie, was passiert. Ich halte mir gerne alle Möglichkeiten offen. Verstehe. Ihr legt euch nicht gerne fest. Ich sollte wieder an die Arbeit gehen. Einer muss ja dafür sorgen, dass uns die Gravestone bis zum Asyl bringt. Hey, wenn euch Xenias Scheinwerfer erfasst hat, achtet auf euren Schatten. Ja, das ist ein guter Rat. Den könnte man vielleicht brauchen. Weil einfach so ein Ritter von einem Imperium, das sich da gegen uns wendet, naja, ich weiß ja nicht, sprich mit Xenia. Kommandodeck. So, wo ist er denn? Da unten irgendwo. Okay. Dann einmal ein bisschen Speed aufnehmen. Yeah. Huch. Anfrage. Haben die Streitigkeiten zwischen den Fleischsäcken nachgelassen?
Hast du dich als Spitzel probiert? Ja, dann machen wir das. Hast du etwa gelauscht? Richtig, Stellung. Ich habe nur Aktivitäten überwacht, um die Sicherheit aller zu gewährleisten. Bericht. Ich habe mir die Freiheit genommen, nach ihrer Gruppe von Flüchtlingen zu sehen. Feststellung. Sie haben sich schnell an ihre neue Unterkunft gewöhnt. Ich habe sie gewarnt, diese nicht zu verlassen. Analyse. Es gibt zahlreiche versiegelte Passagen und ich kann nicht feststellen, was sich auf der anderen Seite befindet. Der Sache sollte man bei Zeiten mal nachgehen. Enthüllung. Ich habe einen besonders seltsamen Ort entdeckt, der sich von allen anderen Orten auf der Gravestone unterscheidet. Ich wollte feststellen, ob sich darin Waffen finden lassen, aber der neue Fleischsack hat mich aufgehalten. Anfrage. Irgendwelche Befehle? Höfkopf, sieh nach Lana. Tu, was du willst. Mach weiter wie gehabt, HK. Beipflichtung. Mir gefallen ihre Befehle. So, untersuche die dunkle Zuflucht. Jetzt müssen wir mal rings rumlaufen. So ist unser. Ja, Raketenschub ist frei. Wunderbar. Desto schneller kommen wir dahin. So. Zum Glück kann man sich in dem Schiff nicht großartig verlaufen, obwohl es ziemlich groß ist. Naja, gut. So, hey. Nicht stehen bleiben, sondern rennen. Hoppala. Ich weiß. Ich konnte mich der Faszination dieses Ortes auch nicht entziehen. Die Stimmung erinnert mich an ein Lied, das ich geschrieben habe. Ihr habt ein Lied geschrieben? Wollt ihr es mir vorsingen? Das würde ich gerne hören. Vielleicht ein paar Strophen? Ohne Begleitstimme? So mutig bin ich nicht. Ihr seid ganz anders als die Person, der ich im Sumpf begegnet bin. Ein Ritter zu sein bedeutet für mich alles. Aber ich bin mehr als nur das. Wenn ich arbeite, bin ich die, die ich sein muss. Ansonsten bin ich einfach ich. Ihr scheint mir gar nicht so unähnlich zu sein. Ich bin nicht immer ein Sith Lord. Ich frag mal, inwiefern. Was meint ihr damit? Ich habe das Gefühl, dass ihr nicht ganz ihr selbst seid, wenn ihr euch in einer schwierigen Lage befindet. Ich glaube, das trifft auf viele Leute zu. Ich kann mir vorstellen, dass selbst Arkan keine Ausnahme ist. Ich weiß, warum ich gegen ihn kämpfe. Was ist euer Grund? Obwohl unser unsterblicher Imperator schon seit Jahren tot ist, sehen die meisten vor lauter Schuldgefühlen gar nicht, was vor sich geht. Arkan ist tyrannisch und grausam geworden. Er wird jeden vernichten, der seinen Plan für die Galaxis nicht teilt. So viel zu mir. Und was ist mit euch? Ja, was ist mit uns? Ich versuche, die Galaxis zu retten. Rache? Rache? Wofür? Eigentlich? Arkan will alles zerstören, was ich erreicht und aufgebaut habe. Das lasse ich nicht zu. Ich auch nicht. Ich weiß nicht viel über die Welten, die ihr bewohnt, aber ich weiß, was Arkan dort anrichtet. Ihr seid nicht so, wie ich gedacht hätte. Ich kann noch nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist, aber ich weiß, dass ich es mit euch einfacher haben werde als mit Koth. Naja. Da, wer mich verrät, stirbt. Falls einer von euch beiden auf komische Ideen kommt, gibt es jede Menge Luftschleusen auf der Gravestone. Wenn wir Arkan gegenübertreten, ist das genau die Einstellung, die wir brauchen. Okay.
Orion lebt. Er ist nicht er selbst. Und er hat auch keinen neuen Körper. Es ist schwer zu erkennen. Und doch ist es unverkennbar. Seine Präsenz in der Macht war schon immer trügerisch. Wie auf dem Yavin-Mond. Ja. Und die vielen Male zuvor. Selbst als mein Leben davon abhing, habe ich ihn erst dann erkannt, als es zu spät war. Großmeisterin Satyrshan und Darth Maul. Ich bin mal gespannt, was die beiden zu schaffen haben noch in der Geschichte hier. Da ja das erstmal gerade mal bis zum 9. Kapitel geht und erst im Januar, glaube ich, irgendwie weiter mit dem 10. Kapitel geht. Ich glaube, wie viel Kapitel gab es denn? 20? Oder 18? Das waren schon, glaube ich, eine Menge gewesen. Für dieses Add-on oder für diese Erweiterung haben sie sich ja ziemlich ins Zeug gelegt gehabt. Und bisher fahren die Entwickler recht gut damit, muss ich sagen. Ich finde generell die ganze Geschichte von Old Republic haben sie wunderbar gestaltet. Vor allem für jede Klasse an sich ist das schon super gemacht. Ich frage mich, wie das läuft, wenn du Soldat oder Agent spielst. Naja. Kapitel 6. Asyl. Wir nähern uns dem Asyl. Ich habe doch gesagt, dass wir es schaffen. Wir haben noch nicht angedockt. Ich sollte lieber mal rausfinden, wie man dieses Ding landet. Ja, besser ist. Reißt euch zusammen, Kauf unserer Einkunft. Kein Geheimnis sein. Glaubt ihr wirklich, dass dieser Ort sicher ist? Wir brauchen Verbündete. Und wir brauchen Sicherheit. Dieser Schattenhafen befindet sich auf keiner Karte. Er ist ein Zufluchtsort für all jene, die vor Arkans Truppen fliehen. Wir werden dort unter Freunden sein. Die meisten von uns jedenfalls. Sagt euren Leuten, dass wir angekommen sind. Das wissen sie schon seit Tagen. Wollt ihr mir das vielleicht erklären? Typisch. Wenn wir nicht anfangen, uns gegenseitig zu vertrauen, sind wir alle verloren. Vertrauen ist ein seltenes Gut geworden. Forderung. Sind wir schon da? Wie so ein kleines Kind. Schön. Bisschen was von der Wolkenstadt aus dem 5. Teil von Star Wars. Das passt gerade so in die Bucht rein.
Los, mach Platz, lasst uns durch! Das ist nicht gut. Ihr habt da ja ein prächtiges Schiff. Wir kommen an Bord. Ja, nur kriegen tust du es nicht. Ich will keinen Kampf, nicht ohne Einladung. Wer sich mit mir anlegt, stoppt. In wie vielen Stücken? Captain! Fremdling? Meine Crew. Ihr werdet im wilden Raum keine bessere finden. Im wilden Raum vielleicht nicht. Sie wären beinahe gerüstet worden. Ihr könnt von Glück reden, dass sie nicht in ihre Einzelteile aufgelöst worden sind. Ah, jetzt entspannt euch doch endlich. Kommt hoch, ihr räudigen Warlocks. Was ist das denn für einer? Wenn ihr so weiter starrt, tut ihr das gleich mit einem Auge weniger. Ich heiße Ralo. Ich habe auf Darth Mars Zerstörer gedient. Wir dachten, dass ihr mit ihm gestorben seid. Manchmal fühlt es sich so an, alles hat sich geändert. Noch haben sie nichts erfunden, das mich endgültig aus dem Weg räumen könnte. Einige von uns hatten nicht so viel Glück. An dem Tag sind viele gute Leute gestorben. Ihr habt uns nicht genug Zeit verschafft, um die Rettungskapseln zu erreichen. Ist nicht so schlimm. Hört auf zu jammern. Ihr habt überlebt. Hört auf, euch zu beschweren. Sie halten euch für eine Heldin, aber ich weiß es besser. Hallo! Kommt her! Bin auf dem Weg! Können wir den nicht rösten? Ich bin nicht die Einzige, die Dinge verborgen hat. Wir teilen nur wichtige Informationen miteinander. Koffs Crew war nicht wichtig. Vergebt. Verbergt keine Ahnung von mir. Ich mag sie, glaube ich. Vertraut ihr ihnen? Ja. Ich wünschte nur, sie würden öfter duschen, aber man gewöhnt sich dran. Ich muss Kontakt zu meinem Netzwerk aufnehmen. Alleine. Versucht euch aus dem gröbsten Ärger rauszuhalten. Wo ist Lana? Eine ausgezeichnete Frage. Meine beste Ingenieurin wollte was aus der Freizone beschaffen und ist noch nicht zurück. Das ist nicht die beste Gegend, wenn ihr mich versteht. Ein Schwarzmarkt. Rivalisierende Syndikate streiten sich darum, wer das Sagen hat. Und das diskutieren sie häufig mit Blastern aus. Ich glaube, dass sie in Schwierigkeiten steckt. Aber wir haben hier alle Hände voll zu tun, um den Reaktor der Gravestone stabil zu halten. Was? Hände voll zu tun, Alter. Ich finde sie, ihr wolltet, dass ich umkümmert. Sucht euch eine neue Ingenieurin. Es sieht endlich mal wieder positiv aus. Belassen wir es doch dabei. Ihr schafft das. Nachtrag. Ich werde mich Ihnen anschließen. Meine Ingenieurin heißt Tora. HK hat ein Bild von ihr in seiner Datenbank. Ihr werdet es nicht schwer haben, sie zu finden. Sie hat eine starke Persönlichkeit. Sie ist mürrischer als ein hungriger Rancor. Aber ihr werdet keine bessere Ingenieurin finden. Vielen Dank für die Hilfe. Trefft mich danach bei diesen Koordinaten. Dann mache ich euch mit meinen Leuten bekannt. Ihr könnt auch einfach mitkommen. Ich erwarte eine angemessene Begrüßung. Sorgt für einen gedeckten Tisch. Ich habe seit 5 Jahren nichts mehr gegessen. In der Freizone kann man Essen kaufen. Aber lasst die Finger vom Gorak braten. Okay, dann lass mal halt die Finger dran. So, jetzt haben wir hier noch wieder ein Implantat gekriegt, was wir mal auch natürlich wieder nicht brauchen. Kennt man die Karte nicht. Stufe 64, da gab es doch irgendwas Spezielles. Was war denn das? Das hier war? Ja, blitzartige Festigung. Blitzbolzen erhöht die
Was? Deine Schadensreduktion 10 Sekunden lang um 3%. Das heißt 9%, okay. Aber wir schauen uns jetzt erstmal um, was wir hier... Ja, ist egal. Was wir hier so finden werden. Was wir jetzt finden werden? Wir müssen ja jemanden finden. Begib dich zur Freizone. Bin ich doch unterwegs, oder? Ja, bin ich unterwegs. Wollte schon sagen. So kann ich nicht leben. Mach dir keine Sorgen. Ist egal, ob du so nicht leben kannst. Wir können es. Oh, da hinten haben wir endlich mal einen Verkäufer. Das trifft sich ganz gut. Hi. Ich habe Zugriff auf alle bekannten Daten. Ach, ist kein Verkäufer. Ist ein Lehrer. Ja, den braucht man ja jetzt eh nicht. Nein, wir sind noch da. So, auf zur Freizone. Er ist immer noch besser als der andere Kerl. Ja, definitiv. Immer noch besser. HK55 haben wir jetzt bei uns. Naja, da dürften die ganzen Typen da kein Problem sein. So, oh. Ja, gut. Ich mache jetzt erstmal wieder Schluss hier, Leute. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Haut rein. Ciao.